So, hi und hallo mal wieder. Ich habe mir wieder was bei Lego bestellt. Musste ich ja, weil es gibt ja zurzeit Geschenke. Einmal gab es als Geschenk natürlich den Lego London Bus. Der passt zu meinem Big Ben. Mache ich aber den nächsten anderes Video von, ein Unboxing. Dann war noch in Karton drin eine Zugabe und zwar von Superheroes Spider-Man. Mit der Nummer 30305. Und was da jetzt drinne steckt, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Vielleicht ist es ja auch was für euch. So, Tütchen natürlich versuchen nicht ganz aufzuschneiden. Vielleicht wird es ja zu einem Sammelobjekt. Na. So, das sind jetzt die ganzen Teilchen. Werde sie jetzt erst zusammenbauen. Also, bis gleich. So, der Bauspaß hat natürlich nicht lange angedauert. Ist ja ein kleines Produkt mit der Nummer 30305 Spider-Man. Und das ist nun das fertige Produkt. Da muss ich jetzt sagen, sind das die neuen schwarzen Platten, das Transparente hier drunter, finde ich richtig gut, muss ich ehrlich zugeben. Das gefällt mir. Das ist jetzt Spider-Man und so eine Art Roboterspinne und sogar drei Teile übergeblieben. Sieht richtig witzig aus, finde ich. Spider-Man weiß ich nicht, ob das eine Neuauflage ist. Oder eine Figur ist, die es schon gegeben hat. Kann mir natürlich jemand mal posten. So, das ist also das zusätzliche Geschenk gewesen, was ich dabei gehabt habe. Dann habe ich bei mir noch was gefunden. Werde ich demnächst auch ein Unboxing machen. Und zwar auch eine Superheroes-Tüte ohne Nummer. Ist einfach nur Superman drinne. Also frage ich nächste Mal nach. Diesmal ging es ja nur um das zusätzliche Geschenk mit der Nummer 30305 Spider-Man. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was dahinter steckt, wie es aussieht und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.